der nördlichste Punkt unserer Schwedenreise 2021, Stekenjokk. Die karge Landschaft und die Einsamkeit hier oben ist atemberaubend. Gerne würden wir noch weiter in den Norden fahren. Lappland fängt hier gerade erst an. Und Schwedisch-Lappland kennen wir bisher nur von Bildern und aus Erzählungen. Aber leider haben wir in diesem Jahr nicht so viel Zeit, denn zu Hause wartet eine kleine Baustelle auf uns. Der Platz hier, der ist einfach der Hammer. Ringsrum das Panorama, traumhaft. Ich habe gestern Abend bis 23, 24 Uhr am Fenster gesessen und habe zugeguckt, wie die Sonne drüben in Norwegen untergegangen ist. Unglaublich schön. Und der Fluss natürlich. Der Rauschefluss. Der Rauschefluss. So geil hier. Also heißt es Abschied nehmen. Wir verstauen unsere Sachen, verlassen das Fjell und brechen in Richtung Süden auf. Dein Papa ist heute schon wieder draußen rumgerufen und hat die Dachdecke beaufsichtigt. Ah, oh, shit, ey. Lecker. Ist deine auch gut? Also ich habe bisher nur meine Soße gegessen und die ist lecker. Also das Süßkram in Schweden, das ist schon ganz okay. Ist das jetzt wieder mit Zimt? Ich glaube nicht. Okay. Schokokuchen. So, wir sind auf dem Heimweg. Wir sind jetzt schon von dem, ah, wie hieß denn das, Fjell, wo wir oben waren. Kann mir den Namen nicht merken. 5 Stunden südlich ungefähr, hinter Östersund. Und wir werden wohl am Sonntag oder am Montag die Fähre nehmen in Deutschland. Ja. Gerade wo es schön wurde, ne? Ja. Hallo. Sag hallo. Oh, wo warst denn du schon wieder? Nee, der hat Lavendelöl dran. Nee, der hat die Fresse voller Dreck. Hier wäre geiler Platz, aber wir fahren heute noch weiter. Hier ist total cool, direkt neben dem Fluss. Schön mit Sitzmöbeln. Hier. Und hier riecht es auch wieder so gut. Hier sind auch Bäume, oder? Das ist ja dieser tolle Geruch.
Sag mal, filmst du mich hier im Schlafanzügel? Mhm. Brauch mal eine Zwiebel, Michael? Ja, mach ruhig Zwiebel. Das ist ja fantastisch. Ey, ich glaube, wir haben bald 8 Uhr. Das Café Michele müsste öffnen. Ja, Chef ist aber noch im Bett. Wir stehen heute direkt an der Straße. Das wollte ich ja auch gerade sagen. Aber es kam noch nie ein Auto vorbei, solange wir hier stehen. Wir sind seit gestern Abend um 10 ungefähr hier. Und das ist so eine ganz kleine Schotterstraße. Und wir stehen im Prinzip direkt an einem See. Über 2 Wochen in Schweden haben wir endlich das gefunden, was wir die ganze Zeit gesucht haben. Wir stehen direkt am See. Der See ist dort. Auto steht dort. Und so 100 Meter weiter vorne ist ein Sandstrand, wo wir auch gerade schwimmen waren. Das Wasser ist herrlich. Ist jetzt nicht übermäßig warm, aber es ist auch nicht zu kalt. Es ist halt so, dass man auch mal schön reingehen kann. Herrlich. Und das wäre genau der Platz, wo ich gesagt habe, wenn wir sowas finden, da bleiben wir mal 3 Tage stehen und machen mal 3 Tage ruhigen. Nur das Problem ist, heute Abend geht unsere Fähre. Das heißt, wir müssen hier leider gegen Mittag los. Wir haben jetzt noch ungefähr 2,5 Stunden bis Trelleborg. Wir fahren wieder über Trelleborg. Trelleborg, Travemünde. Und unsere Fähre geht heute Abend 18 Uhr. Wir haben jetzt für die Fähre heute 194 Euro bezahlt. Auf dem Hinweg waren das, glaube ich, 175 ungefähr. Übrigens völlig egal, ob das Auto 6 Meter oder 7 Meter lang ist, der Preis war der gleiche. Uns ist jetzt zum Schluss ganz schön die Zeit ausgegangen. Wir sind doch in Summe relativ weit hochgefahren, einfach weil es auch im Norden viel schöner ist. Und wir sind jetzt auch jeden Tag deutlich mehr gefahren, als wir das normalerweise machen. Also ich sage immer, normalerweise so eine Stunde Fahrt am Tag ist okay, aber wir sind jeden Tag 2-3 Stunden und mehr gefahren. Und jetzt die letzten 2 Tage jeden Tag 4-5 Stunden.
So richtige Erholung war das nicht. Ich trinke jetzt noch mein Teechen. Christine macht das Auto noch fertig, macht sich vor allen Dingen noch fertig. Dann werden wir so in der nächsten Stunde, denke ich, losfahren. Wir fahren über Helsingborg, über Malmö, runter nach Trelleborg. Und dann geht es heute Abend auf die Fähre. Aha, fast die Auffahrt verpasst. Du willst wohl gar nicht weg, he? Ja, genau. Das war so ein geiler Platz. Ich drehe mich kaum ein. Das Autofahren in Schweden, das finde ich auch total klasse, muss ich sagen. Eigentlich so wie in allen skandinavischen Ländern, total entspannt. Keiner, der drängelt. Nicht dieses ständige, dämliche Gas geben, bremsen, sondern schön entspannt. Mit der Geschwindigkeit, die auf dem Schild steht, fährt man hier dahin. Das ist echt angenehm. Das wäre was für dich, Christine. Ja. Da müsstest du gar nicht den anderen Leuten die Vorfahrt schneiden und das so, wie du es immer gemacht hast, wenn du Auto gefahren bist. Mhm. Das war unser Sommer in Schweden. Traumhafte Schären an der Ostküste im Süden, Paddeln und Zelten auf einer einsamen Insel, reisende Flüsse und der schönste Wasserfall Schwedens, das historische Kirchendorf der Sami und natürlich das atemberaubende Fjäll, das aufgrund des Restschnees wie ein riesiges Zebra vor uns lag. Es stimmt, was alle Schwedenfahrer sagen. Einmal dort und man ist vom Schwedenvirus infiziert. Wir werden wiederkommen.